Zivilisationen sind verwundbar. Eine Laune der Umstände. Ein kleiner Schmetterling schlägt mit den Flügeln. Und plötzlich bahnt sich eine Katastrophe an. Haran, eine ganze Stadt, einfach ausgelöscht. Wer dort zurückblieb, war hoffnungslos verloren. Die klügsten Köpfe der Welt fanden gemeinsam einen Impfstoff gegen das Haran-Virus. Letztlich besiegte die Menschheit die Seuche. Doch das war ihnen nicht genug. Entgegen seinem Versprechen, die Labore zu schließen, setzte der GRE seine Forschung an THV heimlich fort, für das Militär. Es dauerte nicht lange, bis erneut eine Variante von THV freigesetzt wurde. Der Niedergang passierte schneller, als irgendwer ahnen konnte. Die wenigen Überlebenden hausen nun in kleinen Enklaven. Einziger Kommunikationsweg zwischen den entfernten menschlichen Siedlungen sind Reisende, tapfer oder verzweifelt genug, den Weg durch die gefährliche Einöde zu bestreiten. Sie werden Pilger genannt. Irgendwo auf der Karte existiert noch eine Stadt. Eine Stadt ohne Verbindung zur Außenwelt. Eine Stadt mit eigenen Regeln. Heute ist sie die letzte Bastion der Menschheit. Eine Chance, aus der Geschichte zu lernen. Und es endlich einmal besser zu machen. Denn jede Entscheidung beeinflusst die Zukunft. Unumkehrbar. Hi, ich bin Exocon, willkommen auf meinem deutschen Hauptkanal Exocon Raw und zu Dying Light 2 Stay Human Reloaded Edition. Die kam jetzt Ende Februar raus, 2024. Und Inhalt des 2-Jahres-Event sozusagen, das Spiel ist seit 2 Jahren schon draußen. Wir sind seit 2 Jahren ein Reisender, ein Pilger, der versucht irgendwie die Menschheit zu supporten, zu unterstützen, gegen die Zombies zu überleben. Sorry an dieser Stelle, dass heute wegen keine Kamera, aber ich bin erkältet und meine rote Nase will sich keiner antun. Und zusätzlich kam noch das wahrscheinlich lange erwartete Update mit den Waffen, mit den Schusswaffen, die jetzt möglich sind. Wir gehen jetzt einfach mal rein, spielen mal ein bisschen, gucken, ob irgendein Zombie uns eine Knarre zur Verfügung stellt und dann schauen wir mal. 2036. 15 Jahre nach dem Untergang. My name is Aiden Caldwell, and I'm a pilgrim wandering through a zombie-infested world. I'm looking for my long-lost sister Mia. Ist doch cool, so eine Zusammenfassung, wenn der Entwickler Techland sowas auf die Beine stellt. Dr. Waltz, his fucking men, their experiments. We tried to escape. That's the last time I saw her. My friend Spike told me that his informant, Dylan, knows she's still alive. She's in Villador, probably the only city left standing. Getting there wasn't easy, and I got bitten. I thought I was dead, but Dylan saved me. He gave me something, a powerful key for the main GRE facilities, and told me to head for the Fisheye. Luan's there. She's the key to finding Mia. Before he could tell me more, his pursuer got him. It was Waltz, a villain from my past. In the vent! Get him! My only option was to run. I thought I was finally safe. But the people in Villador, they're not a friendly bunch. Is this my end, Mia? Leave him the fuck alone! Seems like I'll live to fight another day. Even if I'm not sure how long I'll stay human. I'm coming for you, Mia.
But first, the one. Zusätzlich gab es noch in dem Update, was jetzt rauskam, ein paar Detailverbesserungen, also bessere Grafik, bessere Auflösung von manchen Texturen. Also so ein Facelifting, könnte man sagen, was sie nachgeschoben haben. Er bewegt sich. Hakon? Leg ihn um, Hakon. Leg ihn um, bevor ich's tue. Wow, 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 wow. Bleib ruhig. Atme durch. Scheint, er hat sich nicht verwandelt. Scheint? Hakon, ich will das hier nicht. Du bist zurückgekommen. Blinzle, wenn du verstehst. Oh, fuck, mein Kopf. Oh. Du hast dich fast verwandelt, aber UV-Licht und Hemmstoffe holten dich zurück. Und der Baseballschläger natürlich. Du bist am Leben. So soll es auch bleiben. Der Kerl bringt uns fast um und du plauderst mit ihm? Mädels, entspannt euch. Sie haben Angst. Hättest fast ihre Werkstatt geschrottet. Wir müssen hier weg. Kannst du laufen? Aber ich verstehe nicht. Wo gehen wir hin? An einen sicheren Ort. Ich muss zum Fischauge. Das Fischauge? Ohne Biomarker kommst du noch nicht mal in die Nähe. Was zum Teufel ist das? Biomarker überwachen den Verlauf der Infektion im Dunkeln. Deine Eintrittskarte in die Stadt. Ohne ihn ist jeder Schritt ins Dunkle reines Glücksspiel. Kannst dich jederzeit verwandeln. Du brauchst einen Biomarker. Und ich weiß, wo wir einen herkriegen. Ist aber freundlich. Komm. Hakon klingt fast wie Hakon aus Dune. Entspann dich. Alles unter Kontrolle. Alles wird gut, hey. Du bist schwach. Warte einen Moment. Trink. Ernsthaft? Sonst noch was? Sollen wir ihm ein Bad einlassen? Hört sich gut an, meine Damen. Vielleicht nächstes Mal. Schnauze, Hakon. Sie himmelt mich an. Warum hilfst du mir? Lernen wir uns doch kennen und finden es raus. Du zuerst. Wo hast du die alle her? Geht dich nichts an. Du bist auf der Hut. Gut, dann lebst du länger. Bist du ein echter Pilger? Oder gibst du das nur vor? Ich war ein Pilger. Eine Stunde bis zur Dämmerung. Ich mein's ernst, Hakon. Er bleibt nicht über Nacht. Hier, deine Waffe und dein Funkgerät. Auch als Pilger kommst du nicht ohne aus. Los, gehen wir. Ist sehr freundlich, dass der Herr uns einfach hier eingeschlossen hat. Übel. Wo ist das Fischauge? Die Kantine ist da, im Stadtzentrum, hinter der Giftmüllhalde. Na, ich muss dahin. Pech gehabt. Der einzige Weg führt durch den Tunnel. Sie beschützen ihn, als wäre es ein Portal nach Valhalla. Fast unmöglich, da durchzukommen. Kannst du mir helfen, dorthin zu gelangen? Wie komme ich zum Tunnel? Meine Spezialität. Wo ist der Tunnel? Nicht so schnell, Cowboy. Ohne Biomarker kommst du nicht weit. Du bist eine Gefahr für jeden. Und du hast ja schon gesehen, wie die Leute in Villedor auf Gefahren reagieren. Ein bisschen. Kannst du mir helfen? Offensichtlich kennst du dich in der Stadt aus. Ich habe hier schon gelebt, bevor die Welt den Bach untergegangen ist. Ich könnte helfen. Aber du brauchst einen Biomarker. Ohne kommst du nicht weit. Woher kommst du? Von ziemlich weit her, oder? Ungefähr 2000 Kilometer. Oh, scheiße. Wie zum Henker hast du dich noch nicht infiziert? Na, ganz einfach. Hab mich nicht beißen lassen. Hier ist es anders. Hier ist jeder infiziert. Schon von Haran gehört. Millidor wurde auch isoliert. Sie haben Mauern gebaut, uns eingesperrt. Aber genau das hat uns gerettet. Und woher bekommt man einen Biomarker? Ah, die kriegst du nicht. Außer man kennt die richtigen Leute. Und das tue ich. Gehen wir. Ach, übrigens. Ich bin Hakon. Ich bin Aiden. Schön, dich zu treffen, Aiden. Willkommen im Paradies.
Schön hier. Hier will ich alt werden. Hier drüben. Du hast es offensichtlich drauf. Ich war beim Militär. Spezialeinheit? 7 Jahre lang. Hat mir sogar... aber nicht. Wurde wegen Befehlsverweigerung rausgeworfen und die haben mein Konto gesperrt. Autsch! Wie tief die Mächtigen doch gesunken sind. Leider ein bisschen daneben gegriffen. Passiert. Du bist zu schwach. Ohne Hemmstoff hältst du nicht lange durch. Habe ich nicht alles zerschlagen, als du mir das letztes Mal gegeben hast? Das war nur das erste Mal. Aber es wird besser, wenn du überlebst, versteht sich. Heißt das, ich hätte draufgehen können? Wenn ich dir den nicht gegeben hätte, wärst du so oder so gestorben. Also, warum hilfst du mir? Ich weiß, dass die Leute in der Regel Angst vor euch haben. Aber mir hat ein Pilger mal das Leben gerettet. Ich war mal ein Pilger. Jetzt bin ich infiziert. Reisen wird in Zukunft sehr viel anstrengender. Dann herzlich willkommen zu deinem Neubeginn, mein Freund. Sieh dich um. Das sind Schatzkisten. Meist ist da echt gutes Zeug drin. Schau's dir an. Ich warte. An Orten wie diesen wird oft einiges versteckt. Falls es jemand nicht vor Einbruch der Dunkelheit in einen Bunker zurückschafft. Was ist das? Kristalle. Die hat wohl jemand hier versteckt. Die entstanden nach dem Abwurf der Chemikalien. Manche glauben, sie verzögern eine Infektion. Dummer Aberglaube. Du sammelst sie also nicht ein? Doch, klar. Abergläubische zahlen sehr gut dafür. Und Geld nehme ich ja immer gerne. Es gibt eine besondere Kiste, auf die ich abgesehen habe. Komm mit, ich zeig's dir. Okay, also den Stein, den haben wir uns jetzt irgendwo an den Rücken geklemmt. Einer. Ach, sogar zwei. Stopp! Ihr habt hier also eine Armee? Die Peacekeeper. Die behandeln die Leute auch so. Hüte dich vor denen. Die bewachen den Tunnel, durch den du willst. Ich habe so ein paar harte Kerle getroffen, die von der neuen Ordnung gesprochen haben. Aber sah für mich genauso aus wie der alte Scheiß. Ja, hier ist's genauso. Und die BKs werden schlimmer. Erzähl mir mehr über sie. Sie betrachten sich selbst als rechtschaffene Beschützer. Sie sind gut im Töten von Infizierten. Das muss man ihnen lassen.
Aha, sehr effektive Killer. Ja, aber diese Rechtschaffenheit hat einen Preis. Vergiss das nie. Entweder du hältst dich an ihre Regeln oder du bist erledigt. Dieser Schutz für den Bazar fühlt sich mehr wie eine Besatzung an. Ich werde vorsichtig sein. Gut, auch wenn das vielleicht nichts bringt. Die PKs sind ätzend. Bringen ziemliche Unruhe in den Bazar. Der Bazar ist ein Pulverfass. Ein kleiner Funke genügt und es geht hoch. Aha. Gehen wir? Du wolltest mir etwas zeigen. Klar, mir nach. Also das mit der Ausdauer ist heute nicht unser Tag. Fast da. Hoffentlich erwartet uns keine Überraschung. Schnell, öffne die Kiste. Und im Gegenzug holen wir uns deinen Biomarker. Scheiße. Diebe. Warte. Nein, nein, lass nur. Wenn du an dem Schloss rumspielst, ist eh alles für den Arsch. Reicht das für einen Biomarker? Wo hast du das denn her? Ich kenne diese Stadt besser als die meisten, aber selbst ich habe seit Jahren keine funktionierende GRE-Ausrüstung mehr gesehen. Kann nicht viel dazu sagen, aber Dylan, ein ehemaliger GRE-Wissenschaftler, hat's mir gegeben. Ein Typ namens Waltz hat ihn getötet. Bevor er starb, hat er mir den Schlüssel gegeben, damit Waltz ihn nicht bekommt. Scheinbar enthält er viele wichtige Informationen. Ich hoffe, ich finde mir am Fischauge heraus. Wir werden's ja sehen, stimmt's? Also die Untertitel sind ja... Scheiße! Wir haben zu lange gebraucht! Plan B, lauf um dein Leben! Aiden! Bist du da? Mir geht's gut, glaube ich. Wir brauchen eine UV-Lampe. Der Bazar. Das können wir schaffen. Mir nach. Beeilung! Sie sind in der Nähe, mach schon! Da drüben, zum Licht! Hörst du das? Wir sind fast da! Nur noch ein kleines Stück! Licht! Hakon, Na los, macht auf, schnell! Hakon, da kommt ein Heuler. Scheiße. Biomarker. Keine Zeit, uns hängt ein Heuler am Arsch. Biomarker. Hörst du nicht, hinter uns! Ich sagte Biomarker. Hier. Und seiner? Er gehört zu mir. Ich muss seinen Biomarker sehen. Lass uns wenigstens erstmal rein. Ich muss seinen Biomarker sehen. Wie wär's mit Elektronik, hä? Das will ich gar nicht.
ihn, Aiden! Nicht mehr weit! Wir sind dort in Sicherheit! Killian, ich bin's! Mach keine Freunde hier, was? Killian, lenk sie ab! Ablenken, okay. Killian! Mensch, Killian! Mach schon! Killian! Ich hoffe, du stolperst morgen früh über meine Leiche und verreckst! Halt sie auf! Das sind ganz schön viele. Mach auf, du Arsch! Mach auf, du Arsch! Geschafft. Das glaube ich nicht. Ärger kommt selten allein. Harkon, bring uns da rein! Ich versuch's ja. Killian, ich weiß, dass du da bist. Waren das alle? Glaub schon. Hilf mir! Wir sind sowas von am Arsch. Nochmal, Killian! Hättest ruhig noch warten können! Hätte ich fast. Wollte aber morgen früh nicht eure Eingeweide von meiner Türschwelle kratzen. Sie sind abgehauen, das könnt ihr jetzt auch. Oh, komm schon! Jetzt sei nicht so ein Arsch! Schau mal, hier! Eine sehr ulkige Platine, aber okay. Woher hast du... Das ist selten. Lass uns rein, oder es wird noch seltener. Und wer ist das? Lass uns rein. Wenn du uns reinlässt, findest du es raus. Flache Atmung, geweitete Pupillen, schwitzt wie ein Schwein. Du bist davor, dich zu verwandeln und kommst hierher? Ich brauche nicht mal deinen Biomarker zu sehen. Na, du siehst so viel. Warum tust du dann nichts dagegen, ha? Außerdem habe ich keinen Biomarker. Früher hat er den Leuten geholfen, Killian. Ja, war mehr Lametta. Ich bin ein Pilger. Du bist neu hier, stimmt's? Wie bist du in die Stadt gekommen? Ich erzähle dir alles, wenn du uns reinlässt. Ich habe mal auf einen Pilger gewartet. Er sollte... Ach, vergiss es. Ist jetzt egal. Was hast du vor, Harkon, ha? Ich habe ihm Hemmstoff gegeben, er hat überlebt. Bist du wahnsinnig? Er braucht einen Biomarker. Hab keinen. Blödsinn! Wirklich? Oh Mann, du Arsch! Ins Krankenhaus also. Das wollte ich uns ersparen. Immer auf der Suche nach dem einfachsten Weg, was hat er? Ich brauche nur eine UV-Lampe.
Ich komm zurück. Halt die Stellung. Harkon, warum hilfst du ihm, ha? Wir haben Leuten doch immer geholfen. Ich? Natürlich. Aber du scheinbar nicht. Bleib hier bei der Lampe und ruh dich aus. Und hör nicht auf diesen Idioten. Erinnerst du dich noch an die Zeit, als wir den Leuten noch geholfen haben? Klar erinnere ich mich, Idiot. Tja. Ein beschissener Taxifahrer und Mutter Theresa. UV-Lampe und ich. Aber du konntest kochen. Und alle haben gesagt, dass du das machen sollst. Kochen. Das irgendwas. Wäre einfacher gewesen. Keine Nightrunner, keine Harkoms, keine Probleme. Da ist meine Pistole. Outfit. Aber nein, du wolltest mehr. Verdammte höhere Zwecke, oder? Dabei könntest du einfach nur kochen. Biomarker, warum kommt man da so schwer ran? Weil das komplizierte Geräte sind. Die Fabriken, die die Teile hergestellt haben, sind schon seit Jahren außer Betrieb. Biomarker sind mit deinem Blut verbunden. Wenn einer synchronisiert wurde, kann er von niemandem anderem mehr benutzt werden. Ohne sie hat die Infektion freie Bahn. Genau wie bei dir. Deshalb bezahlen die Leute ein Vermögen, um neue zu bekommen. Dafür geben sie all ihr Geld und ihre Kristalle her. Zum Glück haben Harkon und ich einen Ort gefunden, an dem man noch welche herstellen kann. Du und Harkon, kennt ihr euch schon lang? So lange. Was meinte er, als er sagte, ihr habt früher den Leuten geholfen? Wir waren beide in einer Spezial... Das ist jetzt auch egal. Ist Vergangenheit. Was ist falsch daran, dass Harkon mir Hemmstoff gegeben hat? Bringt die meisten in wenigen Sekunden um. Das ist eine echt harte Droge. Die meisten verkraften das nicht. Aber ich habe überlebt. Ich sagte, die meisten. Also bilde dir nichts drauf ein. Sei einfach nur vorsichtig damit. Wo kann ich mich ausruhen? Du bist neu in der Stadt. Was hat dich hierher getrieben? Das ist hier nicht das gelobte Land. Ganz im Gegenteil. Ich muss zum Fischauge. Und Harkon hilft dir dabei? Du wirkst wie ein netter Kerl, aber... Hör auf meinen Rat. Vertrau nicht jedem, der dahergelaufen kommt. Scheiße. Woher willst du wissen, ob du mir vertrauen kannst? Okay, genug gelabert. Geh schlafen. Vor morgen früh können wir ohnehin nichts machen. Na dann ab in die Falle. Sehr witzig. Hast du es geschafft? Fast. Biomarker sind im GIE-Krankenhaus. Ich bin fast da. Aber um das durchzuziehen, brauche ich dich hier. Wohin soll ich gehen? Wenn du mit dem Rücken an Killians Tür stehst, schaust du genau drauf. Bleib dran. Welche Tür? Und wo ist der Typ hin? Ich habe mal meine zweite Frau ins Krankenhaus gefahren. Das war die schnellste Fahrt meines Lebens. Ihr ist 3 Monate zu früh die Fruchtblase geplatzt. Du hast Kinder? Nein, da gab es keine Rettung mehr. Ansonsten keine, von denen ich wüsste. Tut mir leid. Ist okay. Welcher normale Mensch will in so einer Welt schon Kinder haben? Yeah.
Ja, also fast. Das Schloss ist kaputt. Kein Problem. Such den alten Bus. Ein Bus? Zur Stunde Null ist ein Bus in das Krankenhaus gerauscht. Hat ein Loch in die Mauer gerissen. Da kommst du rein. Weil niemand reingekommen ist, besteht eine gute Chance, dass noch ein paar Marker übrig sind. Ja, und jetzt? Ich bin am Haupteingang. Ich habe dir eine sichere Route markiert. Ich warte am Empfang. Boah, kommen ja noch mehr. Gut, laufen wir mal weiter. Hey, hier entlang. Großes Gebäude, ha? Huh? Der GIE hat ein paar von denen für die Medikamentenforschung genutzt. Als alles den Bach runterging, haben sie Forscher zwangsrekrutiert und ihnen das Geld hinterhergeworfen. Und was kam raus? Ein Haufen Scheiße. Nur noch ein kleines Stück. Wir haben nicht viel Zeit. Bleib dicht bei mir. Die Tür ist verschlossen. Weißt du, wie man Schlösser aufkriegt? Klar, Schlüssel umdrehen. Und wenn du keinen Schlüssel hast? Hakon, ich bin tausende Kilometer gereist. Denkst du wirklich, dass Türen ein Problem für mich sind? Mann, ich frag ja nur. Ich glaube, in diesem Raum findest du alle Geräte, die du brauchst, Maestro. Ich hab Schrott gefunden. Daraus kannst du Dietriche machen. Gute Arbeit. Ja. And open. Du hast nicht gelogen. Du kennst dich tatsächlich aus. Hatte keine andere Wahl. Ich musste mich auskennen. Was zur Hölle? Wer denn da hochgekommen? Hilfst du mir mal? Klar. Das geht nicht. Sch, los, hier lang. Dagson voraus. Bleib ruhig.
Baby! Adi! Mia? Adi, wo bist du? Das ist keine gute Idee, Mia. Wenn es das wäre, wäre es ja langweilig. Was tust du da? Mia, nicht auf der Wand! Sei ruhig und gib mir deine Hand. Alles okay? Ja. Sicher? Sprich mit mir. Dieses Krankenhaus, in so einem war ich schon mal. Eine GIE-Einrichtung. Tja, davon gibt es in der Stadt einige. Ich habe diese Erinnerung. Ich suche Mia. Sie ist meine Schwester. Ich habe dir ja schon von Walls erzählt. Da war was. Ja. Keine Ahnung. In meinem Kopf ist Chaos. Du hast die Erinnerung unterdrückt. Wie ich die von meiner dritten Frau. Die Infektion hilft dabei nicht gerade. Kopf hoch. Wir finden den Marker und hauen dann ab. Komm. Ja, danke. Okay, machen wir weiter. Ein. Runtergestiefelt. Schlafende Schönheiten. Ja, wir müssen an ihnen vorbei. Wenn du dich duckst und langsam gehst, bemerken sie dich nicht. Wenn du ihnen zu nahe kommst, bist du erledigt. Erzählte einem Pilger. Aber das weißt du bestimmt schon. Ja, das? Chemie. Fieses Zeug. Als das Virus außer Kontrolle geriet, besprühte der GRI die ganze Stadt mit diesem Dreck. Hat ja super funktioniert, was? Mhm. Sieht nicht mehr ganz so frisch aus hier. Bräuchte mal eine Reinigungscrew. Also, der Tipp, von dem du mir erzählt hast, wie hieß er noch gleich? Waltz? Ja. Wie kommst du jetzt auf den? Ich dachte gerade dran. Er führte doch irgendwelche Experimente durch. Da war er nicht der Einzige. Es gab noch mehr Städte wie Villador. Von Mauern umringt, abgeschnitten von der Außenwelt. Viele arbeiteten an einem Impfstoff, Aiden. Aber nun gut. Die Welt ist voller Drecksäcke.
meine Taschenlampe. Also gut. Sei vorsichtig, das ist instabil. Komm schon. Ich hab so ein Gefühl, dass ich da gleich durchklatsche. Kurz. Beeil dich. Uns läuft die Zeit davon. Ich schaff's nicht. Warte, ich habe eine Idee. Erinnerst du dich an den Cocktail, den ich dir vorhin serviert habe? In der Werkstatt der Mädels. Hemmstoff. Genau. Du bist in den ersten Stock gefallen. Dort gibt's irgendwo GHI-Lagerplätze. Suche nach grün-weißen Kisten. Da drin sollte Hemmstoff sein. Wenn du noch eine Dosis nimmst, kommst du wieder zu Kräften. Beweg dich nicht. Den schaffst du nicht. Ich weiß, hab den Dreckskerl gesehen. Also wir müssen da in den Raum rein. Irgendwie. Ach du Kacke. Heile, heile Seele. Ja.
Halt ein bisschen Corona-Abstand. Ich würde sagen, pure Awesomeness, oder? Geht das doch nicht rein? Ja, die Küche ist es auf jeden Fall nicht und Eis haben sie wahrscheinlich auch nicht. Sei kein Angsthase, Adi. Okay, das heißt, wir nehmen das da. Immunität, 5 Minuten. Was ist los? Hab den Helmstoff genommen. Fantastisch. Geh zum Aufzug zurück. Ich warte noch auf dich. So viel dazu. Hakon! Beeil dich! Ich habe die Marker gefunden. Geht doch. Alles okay bei dir? Du warst eine Weile weg. Wie fühlst du dich? Na, infiziert, aber bereit loszulegen. Das ist gut. Tut mir leid, Junge. Was tut dir leid?
Das hier, im Namen all seiner Huren, Gauner und Idioten, ernenne ich dich nun zum Bürger von Villedor. Was? Du verwandelst dich gleich. Geh ins Licht, schnell! Lauf! Das war knapp. Zu wenig Sonnencreme. Was würdest du ohne mich tun, Pilger? Hm? Ich wollte nie ein Pilger werden. Irgendwie ist das einfach so passiert. Ich bin aus einem ganz anderen Grund durchs Land gewandert. Ich suche meine Schwester. Und was dann? Dann? Was machst du, wenn du deine Schwester gefunden hast? Ich weiß noch nicht. Wir lassen uns irgendwo nieder. Ich finde einen Ort, an dem wir leben können. Irgendwo, wo es ruhig ist. Ich bin infiziert, da muss ich mich irgendwo niederlassen. Und wohin willst du dann? Überall ist es besser als in dieser Stadt. Ha, also die Messlatte ist ganz schön niedrig. Ich finde was, wo die Leute keine Angst vor Pilgern haben. Keine Angst vor mir. Wäre schön, nicht ständig fliehen und sich verstecken zu müssen. Ich wollte schon immer mal angeln. Fisch ist lecker. Also ich habe einen sehr spezifischen Plan. Genau so siehst du auch aus. Ich möchte am Meer leben. Dort soll ja alles einfacher sein, weißt du? Ich wollte schon immer mal surfen lernen. Hast ein paar alte Postkarten gefunden, oder was? Ah, verspotte meinen Traum nicht, Mann. Eins weiß ich bestimmt. Ich muss raus aus dieser Stadt. Sie bringt mich um. Stück für Stück. Hilfst du mir? Oh, das Meer ist sehr weit weg von hier. Wir sind beide infiziert und niemand will Pilger in der Nachbarschaft. Scheiß auf die Leute. Um die kümmere ich mich. Und du hilfst mir draußen zu überleben. Du kennst die Wege. Du weißt, wie man draußen überlebt. Hm? Was sagst du? Wir passen aufeinander auf. Wie klingt das? Na komm, Junge. Okay. Irgendwann wirst du eh sterben. Großartig. Machen wir. Das wirst du nicht bereuen, Aiden. Versprochen. Und was dein Ziel angeht. Die Lage ist folgende. Nachdem der PK-Commander ermordet wurde, haben sie den Weg ins Zentrum blockiert. Der Mörder soll an der Flucht gehindert werden. Um zum Fischauge zu kommen, müssen wir sie austricksen. Aber ich weiß, wann die Nachtwache abgelöst wird. Das ist unsere Chance. Ich hol das Zeug, das wir für den Weg brauchen. Ich muss unsere Chancen abwägen. Er redet schon von der Cannabis-Legalisierung. Sieh dich um. Lass dich gehen. Komm schon. Ich zeig dir was. Oh, er zeigt mir was. Ist der Wahnsinn. Der nackte Wahnsinn. Schönes Wetter. Steife Brise. Ja. Also ich würde mal sagen, wir haben erstmal unseren Hemmstoff bekommen. Das ist ja schon mal etwas. Das wird dir gefallen. Die Welt ist echt hübsch. Anzusehen, hübsch gemacht. Also, 2 Jahre ist das Spiel jetzt schon draußen. Macht Laune für jeden, der gerne Zombie schnesselt und ein bisschen schneller wie durch ein Parcours durch eine Stadt flitzt. Der wird auf jeden Fall mit dem Spiel Spaß haben. Und wir haben Beine, was sehr selten ist in den meisten Spielen. Ich hoffe, der Einblick oder Rückblick in das Spiel hat euch ein bisschen gefallen. Ihr konntet was mitnehmen, ob das Spiel was für euch ist. Und dann notfalls in einem schönen Sale, dann. Das wird dir gefallen. Schießen. Wie auf einen Zombie. Und Spaß haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mal gucken, ob ich mit Hakon noch eine Runde drehe. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Mal gucken, Hakon. Und wir sehen uns dann in alter Frische auf diesem Kanal oder auf einem der anderen 3 Kanäle. Vielen Dank fürs Zuschauen.
Bis dahin, euer Exakron.